Dicke Eier. Dicke Eier. Dicke Eier. Herzlich willkommen bei der Bibelöse für mir, Forscher mit den Damen und Herren. Wir schauen von Johnny Dixon, Walt Dixon an. Ich habe die Kommentare mir ein bisschen durchgelesen, wie ich es halt öfters mal mache. Und es haben schon viele darauf reagiert. Ja, ich weiß. Aber das ist mir egal. Weil ich verfolge die eh nicht. Sly hat in den Kommentaren, ja, die Sly. Darauf werde ich mal achten. So, wie ihr seht, könnt ihr auch eine Box vorbestellen. Niedlich. Mal kurz. Alles klar, Amazon folgt, Internet Explorer ist schneller als Amazon. Ja, gut. Aha, der hat den Beat gemacht, interessant. Okay. Bin ich mal gespannt, was wir uns hier geben dürfen. Und am geilsten fand ich die Aussage, endlich wurde das Geheimnis gelüftet, Johnny Dixon hat Augen, zumindest eins. Mega nice. Also der Kommentar. Ruhe. Und in den Kommentarschreiber habe ich darauf hingewiesen, wo ist der? Ja, ich habe ewig gebraucht, um zu verstehen, dass Johnny Dixon in Ist nicht okay gestorben ist. Also das soll quasi in der Weiterführung von dem Track, beziehungsweise von dem Video sein, Ist nicht okay. Quasi Ist nicht okay ist in dem Musikwerk also gestorben und jetzt ist er quasi wieder, wird er reanimiert, wenn man das halt so nennen will. 2015 fing ich an, die Battle-Szene zu ficken mit Segelflow, doch meine Gegner haben die Segel gestrichen. Diese Künstler sind billig, 4 gegen Johnny, doch nach meiner Runde spielt er nur noch 5 gegen Billy. Das ist meine eine schöne Wortspielerei. Die anderen machen nur ihre Likes stark, wenn ich dagegen riesengroßen Hunger statt Hype hab. Dachte nicht eine Sekunde zu scheitern, kein 4K oder 3D, doch meine Runden waren 1A. Die alle ringen das Hindernis nieder. Heute drüber über den heutigen King-Final-Sieger. Und erfahren ließ mich abziehen, Digga. Was war das für Stundenlohn? Grüße gehen raus an Jonathan, kann den Hunde so. Halbfinale, was ich. Okay, wieder ein paar Seitenhiebe gegen ehemalige Teilnehmer und Künstler. Steckt da jetzt natürlich jetzt nicht so drin in der JBB-Szene. Oder weiß, was im Hintergrund gelaufen ist von den gewissen Personen. Naja. Was ich durch ein Wunder verliere, Neo unleashed oder eher Neo untalentiert. Julian Siemens, schizophren, du hast mal Stunden Cock gesaugt. 10 Uhr abends, das ist dein Sieg. 5 Uhr morgens, 3-0 Mighty. Das kratzte an meinem Battle. Warte mal kurz. Nochmal zurück. Stunden Cock gesaugt, 10 Uhr abends, das ist dein Sieg. 5 Uhr morgens, 3-0 Mighty. Das kratzte an meinem. Oh, ehrlich. 3-0 Mighty. Oh. Ja, das war nicht schlecht. Mein Battle Rap Ego, doch du bleibst ewig der Zweite, denn ich ZDF Neo. Ich wurde Sieger der Herzen und plötzlich war auch der Hype da. Weiter ging es nächstes Jahr in der Cypher. Ehrlich. Und das war eine gute, stabile Line mit den Neo Magazin. Diese Line hat auch jemand hier in die Kommentare geschrieben. Hier. Du bleibst ewig Zweiter wie Neo, ZDF Neo. Ihr wisst Bescheid. Drück ab, jeder Rapper wird ins Grab geschickt, denn ich bin wahnsinnig, mein Sohn. Du mich in einem Park gedisst, ich schwöre, dann wirst du mich Jahre nicht mehr los. Vielleicht kein Niveau, doch erzähl uns trotz deine Geschichte. Sie kommen nie ab, meinen Sohn. Herzlich willkommen im Ludwigsen.
ist auf alle Fälle eine richtig, richtig nice Hook und schön alles vorgetragen. Alter, da bin ich ja. Da bin ich echt überrascht, ey. Herzlich willkommen in Will Dixon. Ja. Auf alle Fälle. Oh, krass, Alter. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Stabiles Ding. Und Thrones, denn die Hit ist gekommen. Vor mir gab es nur ein Deck voll die beschissene Songs. Digga, fuck, hab ich die Bastarde geklatscht. Da nannte sich ja sogar dieser kleine Pisser fucking nur noch fuckt. Heute fließt Blut und nur der Teufel. Alter, das war nicht schlecht. Fließt Blut und nur der Teufel sieht zu. Hab anders Lächeln und keine Freunde gesucht. Ihr lutscht bei jedem Schwanz in eurer Gegend, deshalb macht ihr Fotzen-Sound. Nehmt kein Blatt vor dem Mund, bei euch darf der ganze Block ins Maul. Ist die ganzen Opfer auf mich. Das war auch eine geile Wortspielerung mit Blatt und Block. Das war nicht schlecht. Eine schöne Doppeldeutigkeit in dem Wort Block. Vom Underdog zum Top-Favorit. Dann kam die Franz gegen Green. Und es schaukelte sich hoch, dann wurde der Johnny aggressiv. War nicht cool. Heute sag ich ehrlich sorry an Celine. Früher Segelflug am Pass wie ein Nee, schlecht. Pass wie ein Gott. Und nach der Hook bei Juri ging das Telefon und Zahniger Props. Sie sagten Spielzeit im Finale, es war unfair mit dem letzten Part. Wer sagt dann nein, der war mein Vorbild seit ich 16 war. Ziele. Jetzt müsste ich natürlich den letzten Part anhören, aber. Also, ich weiß jetzt nicht direkt, was er da gesagt hat. Oh, fuck, ich bin gegen das Mikro gekommen. Was er da gesagt hat oder so. Aber trotzdem, das ist sofort seit ich 16 war. Herrlich. Oder meint er den ich glaube, SpongeBoss, aka San Diego, hat, glaube ich, den letzten Part gemacht, wo er halt nochmal Props an alle gegeben hat. Stimmt, der spricht auf den Part ein. Also, auf den Part spricht er. Jeder Rapper wird ins Grab geschickt, denn ich bin wahnsinnig, mein Sohn. Hast du mich in einem Park gedisst, ich schwöre, dann wirst du mich Jahre nicht mehr los. Vielleicht kein Niveau. Was erzählt uns sonst deine Geschichte? Sie kommen nie an meinen Sohn. Herzlich willkommen in Will Dixon. Niemand kann uns stoppen. KRB ging bis in den Tod. Lang lebe der Mann. Das Geheimnis wurde echt gelüftet, er hat ein Auge. Lang lebe der Mond. Lang lebe der Mond. Cypher abgehakt, doch war der Stress erstmal vorbei. War ich im riesengroßen Loch, so wie die Sexpartner von Sly. Dreck war dann der Hype, aber wartet ab, euer Hype macht sich nicht. Lang lebe der Mond. Cypher abgehakt, doch war der Stress erstmal vorbei. War ich im riesengroßen Loch, so wie die Sexpartner von Sly. Dreck war dann. Aha. Der Hype, aber wartet ab, euer Hype macht sich nicht bezahlt, er wurde bezahlt gemacht. Hast du Spamio-Streams, geht euch ein Kilo ziehen. Für Cash, das ich wohl nie verdiene, denn Rap ist ein mieses Spiel. Ihr müsst euch nicht bei Spotify beweisen, sondern diesem Trottel Kai Fotzen Like, offerweise Schotter überreichen. Album angekündigt 2017, aber kann nicht. Album angekündigt 2018, aber gar nicht. Fans haben kein Bart mehr, nur Versprechungen, sonst gar nichts. Guck jetzt mal, was da ist. Hab kein Cash auf der Bar. Alles schöner Retalk-Track an der Sache. Schön mal, der komplette komplette Weg durchgegangen. Nicht schlecht. Und jetzt verstehe ich schon den Witz, aber ich weiß nicht, wer bei gemeint ist. Na, ohne schlecht. Gut gekontert. Kein Cash auf der Bank und langsam Existenzangst. Ich schwöre, phasenweise macht nämlich der Battle-Rap krank. Heute gebe ich euch mein Wort, ich zieh durch. Ich danke euch für eure Geduld. Dixon, Ziele, Drücker. Jeder Rapper wird ins Grab geschickt, denn ich bin wahnsinnig, mein Sohn. Hast mich im Park getisst und ich verwende so mich Jahre nicht mehr los. Erzähl uns sonst deine Geschichten. Herzlich willkommen in World Dixon. Eine schöne Änderung im dritten Part, also in der dritten Hook nochmal. Also wie die anders ist als die anderen. Nicht schlecht.
Herzlich willkommen im Word Dixon. Herzlich willkommen im Word Dixon. Litzboxen.de. Er hat wohl eine neue Seite für Musikboxen aufgemacht. Also, definitiv böses Ding, richtig nice. Ich bin überrascht. Ich bin echt überrascht. Für das letzten Solo-Song von Johnny Dixon ist es ja schon etwas her. Aber wenn das die komplette Album so ist, sheesh, das wird heftig. Das wird richtig heftig und hart. Geil. Bin ich mal gespannt. Wie ihr es findet, könnt ihr natürlich wieder in die Kommentare schreiben, meine kleinen dreckigen Ficker. In dem Sinne, natürlich werde ich alles verlinkt haben. Ich werde auch das Album von Johnny Dixon und ein Dixon World verlinken. Es wird ein Reflink sein. Falls ihr mich unterstützen wollt damit, könnt ihr darüber bestellen. Falls ihr Johnny Dixon bestellen, also unterstützen wollt, ohne mich zu unterstützen, geht einfach direkt auf Amazon. Oder wartet halt, bis der Amazon Reflink hier drin ist. Und gönnt euch das halt dort. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht was Sinnvolles. Kleinen Trinken, Fick.